Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tenchu 2. Und genau, ich habe jetzt noch ein paar Einstellungen am Sound vorgenommen. Ich habe doch festgestellt, der letzte Part war doch nicht so perfekt. Da habt ihr mich nicht so gehört. Und es könnte sein, dass jetzt noch ein kleines Rauschen bei mir drin ist. Ich habe die Rauschunterdrückung aber schon aktiviert eigentlich. Und ich weiß nicht, wie das geht, dass man das Rauschen hier komplett wegkriegt. Egal. Kommen wir mal jetzt hier zum Spiel. Wir sind ja jetzt hier in dem Bambuswald angekommen. Und das Level kennen wir ja noch. Das war ja ein ziemliches Kack-Level, wo ich mag das nicht so. Und ja, ich würde sagen, wir folgen einfach mal Tatsumaru in den Bambuswald. Der ist ja verschwunden. Und genau. Würde ich sagen, legen wir direkt los hier. Ja, wir haben wieder einen neuen Tag. Es ist Mittwoch. Und ja, die Mitte der Woche ist. Ich hab's schon geschafft, quasi. Das ist ziemlich schnell gegangen bis jetzt, muss ich sagen. Also mit der Woche. So, ich gehe aber erstmal. Weil da ist nämlich ein Gegner, aber. Ich habe 5 Blasrohre mitgenommen. Das hat auch seine Gründe, weil. Hä? Sind die Gegner nicht gleich gesetzt oder was? Hä? Hier oben war doch jemand bei Rikimaru. Oh, wie mies ist das denn? Die Gegner sind nicht gleich gesetzt. Oh, das ist ja gem. Alter, da hinten. Von wie weit kannst du mich da sehen, bitte? So. Headshot. Oh mein Gott, geh nicht in die Bombe, ey. Shit. So. Okay. 60, wo ist der? Hier oben? 60, hallo! Wo bist du denn? Da drin! Ah, da drin, okay. Seht ihr das? Da ist der. Der dreht sich da nur, okay. Dann warte ich mal, bis der sich rumdreht. Was macht der da? Pisst der da oder was macht der? Das ist ein bisschen komisch. So, komisch sieht das aus, ne? So, zack. Hab ich dich auch bekommen hier. Du hast noch nicht mal was. Wie unverschämt bist du denn? Jetzt mal ehrlich. Ah, da hinten. Da ist irgendwo noch mehr. Ah ja, genau. Am Anfang ist der. Richtig. Ich erinnere mich. So, ich glaube, ich muss jetzt mal gleich mal die. Oh! Da ist er doch! Hey! Nein! Oh mein Gott! Ah! Ah, er hat sich rumgedreht, okay. Nein! Boah! Wie scheiße knapp war das denn schon wieder, ey? Stress mich doch nicht so nach der Arbeit. Nein! Oh shit! Scheiße, aber ich sehe da oben den Schatten. Seht ihr den? Da oben sehe ich einen Schatten. Das sind im Übrigen andere Gegner, ne? Was ihr hier seht, das sind diese Catfaces. Sozusagen, also diese Katzengesichter. Und genau, das sind nämlich auch ni andere Ninjas hier vom brennenden Morgen. Und hier laufen auch Vogelfressen rum, wie ihr eben gesehen habt. Und hier ist irgendwo der nächste schon. Aber wo? Wo ist der? Das frage ich mich jetzt wirklich. Oh mein Gott! Ach, dahinter! Ah, okay. Da habe ich dich jetzt, mein Freund. Jetzt bist du fällig. So. Zack. Blute. Ja, wieder schön 2 Blasrohre hier mir gegeben. Das ist nett. So, dann schaue ich mal. Aber ich glaube, hier in dem Bereich, da haben wir alles. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, wir sind auf der Suche nach dem goldenen Schatz sozusagen. Nein, Quatsch. Wir sind auf der Suche nach Tatsumaru. Und ich glaube, diejenigen, die von euch, die das Let's Play aufmerksam verfolgen, wissen, wo die Suche endet. Nein, guck mal bitte dahin. Zack. Dankeschön. Das war's mit dir. Und Kill von unten. Nein, nicht Kill von unten. Troll mich doch nicht immer so. So.
Ja, man sieht die Gegner sehr spät, das stimmt. Aber ist in die Richtung irgendwo einer, ne? Da! Mein Gott, nein! Das wird mir jetzt zu blöd. Blasrock, komm. So. Ja, sorry, das. Ich meine, sehr oft das Blasrohr bin. Oh nein! Ah, der sieht bestimmt die. Nee, tut er nicht. Alles klar, dann ist das dein Todesurteil, mein Freund. Zack. Da ist er weg. Alles klar. Er wollte mich nämlich schon wieder entdecken. Wisst ihr? Der hat's drauf angelegt hier. Der Freak. Oh mein Gott! Was? Was denn? Ah, da. Oder was? Wo ist der? Hey! Da unten. Ah, okay. Alles klar. So, sehr riskant, was ich hier mache, aber. Oh mein Gott! Alter! Komm, dreh dich bitte rum. Oh, danke. Dankeschön. Dankeschön. So, zack! Schön in die Kamera rein. So gefällt es das doch. Schöne Topmodel-Position hier. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Ne, nicht hier, sondern hier unten. Nein! Was? Wo denn? Ach da! Vogelfresse! Hallo! Schön dich zu sehen, aber ich will nichts von dir. Sorry. Ja, komm dann. Geh mir halt nicht auf. Nein! Fuck! Nicht getroffen, ey. Egal, komm. Dafür kill ich den jetzt so. Kill von oben? Ja! Kill von oben. Zack. So einfach kann es doch gehen, ey. So, wo ist der? Nein, hier ist niemand. Oh mein Gott. Wer ist da? Hey! Och, da. Oh mein. Nein! Oh, Scheiße, das war's mit Großmeister. Och, wie behindert. Woher soll ich wissen, dass da auch noch ein Gegner. Ey, nee. Woher soll ich wissen, dass da noch ein Gegner ist? Ey, wie scheiße ist das denn? Ey, er ist doch voll die Verarsche, jetzt mal ehrlich, oder? Woher soll ich wissen, dass da noch ein Gegner ist? Verdammte Kacke, ey. Mann. Ja, dreh dich jetzt rum, du blöde. Danke. Verdammt! So. Ja, das war's jetzt mit Blasrohr. Ach, Blasrohr. Mit Großmeister, ey. Mann! Nur wegen dem Typen da unten, ey. Ich will jetzt keine Schimpfwörter nennen, aber. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Plansch mal ins Wasser. Ah, okay. Ich sehe ihn. So. Dann. Da hast du, ey. Hast mich lang genug genervt. So. Aber das reicht nicht mehr. Nee, das reicht nicht für Großmeister. Weil sobald man hier einmal entdeckt wird, ist vorbei. Dann war es das mit Großmeister. Und auch mit all meinen Träumen. So, schau mal bitte dahin. Ah, das war blöd, ich weiß. Ah, voll, vielleicht kann ich mich jetzt von hinten anschleichen. Nee. Der dreht sich zu schnell wieder rum. So, da hinten, alles klar. So, dann hier. Das war jetzt zwar auch nicht der Kill von unten, aber. Ah, hier ist wieder das Zwergenhaus. Ist wieder das Mini-Haus hier. Zack. So. Wo ist der nächste? Ich war hier doch schon, hallo? Ah, hier sind noch mehr. Okay. Frage ist. Ah, der pennt. Geh bitte jetzt nicht ins Wasser, Ayame. Oh, Gott sei Dank. So, komm schon. Und zack. Das hast du davon, wenn du ein Nickerchen machst, ne? Hier. Wolverine. Kannst dir noch nicht mal eine vernünftige Wolverine-Gabel leisten.
Oh Mann. Da pennt noch einer. Ah! Hä? Da ist das Item in diesem Level. Das habe ich nie gefunden, ey. Ah, ist die Mine. Ja, okay, die Mine. Aber die Mine benutze ich eigentlich nie. Das habe ich nie gefunden, dieses Item. Und jetzt habe ich's. Ah, das ist doch gut, ey. Das einzig Positive in diesem Level. So, komm und zack. Ah, hier ist keiner mehr. Okay. Dann gehe ich jetzt Richtung Ziel. Und der Bosskampf, der wird nämlich richtig schwer. Das weiß ich noch. Ah, lauf nicht hier rum. Blasrohr. Nein, nix. Oh, oh. Was war das denn? Hallo? Ich wollte eigentlich hier Blasrohr machen. Blasrohr, komm. Zack. Yes. Getroffen. Siehst du, manchmal reicht auch Schätzen. Bei dem Blasrohr. Und der hat nix. Genau. Da ist noch jemand. Genau. Oh, komm doch nicht hier hin. Blasrohr, komm. So, Headshot. Was davon, wenn du so blöde Faxen machst hier. So, ich glaube. Ja, wir sind durch. Dann gehen wir mal zum Endgegner. Ich habe mal die Gasbombe ausgerüstet. Und schauen wir mal die Cutscene an. Oh, ich muss mal gerade hier. So. Come out! Show yourself! Your senses are sharp for a human. I am Byaku, the White Tiger. One of the four lords of the Burning Dawn. Ah, der Typ, ja, ja. Kennen wir ja auch noch. What's that? I agree. Rejoice, woman. He has taken a liking to me. You will have the honor of being eaten by Kiro the Magnificent. As for you, unsavory man, you will have to settle for being killed by me. Ja, genau, das sind diese arroganten Spastis da. Den geben wir jetzt auch nochmal was Saures, ne? So, direkt mal. Ah, ne, das ist ja, wir müssen gegen dieses Vieh kämpfen hier. Genau. Und dieses Vieh, das ist so scheiße zu treffen. Genau, schaut euch das mal an, bitte. Schaut euch das mal an, das ist doch... Ey. Das ist so ein Scheißvieh. Ja. So. Dann... Zack. Nein. Oh mein Gott, ey. Das gibt's nicht. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Hallo? Hey. Boah, das gibt's ja wohl nicht, ey. Ich habe ein Safe State gemacht hier vor dem Kampf. Ja, ja. Oh, was ist das für ein Scheißgegner? Ich habe den nicht mal einmal getroffen, glaube ich. Ach Gott, ey, ich hasse diesen Gegner, ey. Ja, das ist nicht leicht, deswegen habe ich hier auch einfach mal einen Safe State jetzt gemacht. So, zack, 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 zack. Ich glaube, mit Granaten kriegt man den. So, komm. Wirf doch die scheiß Rauchbombe! So, einfach drauf hier. So. Ja, die schmeißt keine Rauchbombe. Warum auch immer die keine Rauchbombe schmeißt. So, Kalt Shrubs. So, lauf da rein, bitte. Und zack. Ah, nein, ich nicht, ich selber. Fuck, so. So. Granate. Ich glaube, mit denen kriegt man den. Genau. Zack. 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 Komm schon. Kalt Shrubs, Kalt Shrubs, Kalt Shrubs. Und zack. So, lauf. Ah, nein! Fuck! Warum laufe ich in meine eigenen Krähenfüße? Ja. Das gibt's nicht! Ey, das gibt's nicht! Wie soll ich das machen? Trink! Okay, gut. Nee, das... Ey, Alter! Du dreckiges Vieh, ne? Da hast du Giftpfeil, so. So, zack, 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 zack. Ah, man kann ihn vergiften. Okay, alles klar. So, zack, komm schon. So, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, ey. Ich krieg dich. Yes. Ja. Geschafft, ey. Boah, fuck, ey. Fuck,
das ein Scheißgegner. So, ja, friss ihn, alles gut. Are you okay, Semimaru? Good boy. You are so tough, Semimaru. Ayame, you guys okay? Come on, let's get going. Und? Statistik? Ja, Ninja-Meister, ist klar, weißt du? Weil ich dreimal entdeckt wurde. Shit, Mann. Aber es ist eine Schnapszahl, ne? 555. Egal, komm. Hauptsache, ich hab dieses blöde Vieh besiegt, ey. Boah. Da brauchte ich echt nochmal einen zweiten Versuch. Das ist doch unglaublich. Naja, egal. Speichern wir erstmal und schauen wir mal die Cutscene an. Ne? So. Weiter geht's. So Tatsumaru's in this cave? Good boy. Now, Semimaru, you stay here. I'm going in. Und wieder lassen sie den Hund draußen. Das ist ja... Die lieben den Hund nicht. Naja, egal. Ja, da sind wir jetzt wieder in der Kansen-Kaverne, ne? Welch Wunder. Genau, da sind wir jetzt hier. Und folgen weiter Tatsumaru. Aber ich würde sagen, wie das Level in der Kansen-Kaverne aussieht, das sehen wir später oder morgen. Ich weiß nicht, ob ich gleich nochmal eine Aufnahme mache, aber ich glaube eher nicht. Ja, oder ich weiß nicht. Ich überlege mir das nochmal. Genau, wie es hier weitergeht. Wir haben halt diesen Typ, dieses Vieh besiegt diesmal, also den Partner von dem Typen sozusagen, von dem Fürsten des brennenden Morgen. Und ja, genau. Das wäre es erstmal gewesen für heute. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Tenchu 2. Ciao, ciao.